Schatz. Also eins muss man sagen, Half-Life und Half-Life 2 sind auf jeden Fall mal etwas ganz anderes als die typischen World War-Shooter. Ja. Sehr kreatives Spiel auf jeden Fall. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Für eine illegale Sache. Muss ich doch bestimmt drüber springen. Und zwar in dem Moment, wo kein Strom ist, oder? Nee. Ist das nicht so Kokon, wo auch der Alex Vater drin war? Ja. Soll ich da jetzt rein? Bestimmt nicht, oder? Ich glaube, dann wird es mir schlecht gehen. Oder muss ich da jetzt rein? Ja, jetzt bin ich hier reingegangen. Ich denke, das war eher das Richtige. Beim anderen wäre ich kaputt gegangen. Yeah! Woo. Gordon, du bist ein Fuchs. Gordon ist ein Fuchs. Was heißt eigentlich Fuchs auf Englisch? Fuchs. Oh ja, das macht die Stimmung so richtig kaputt. Industrial Techno, gibt's das überhaupt? Komm schon! Scheiße, ey. Tut mir echt leid, Leute. Aber dieses Ruckelproblem werde ich ja ausmerzen, nicht wahr? Beim nächsten Mal. Ja, das Setting ist ein bisschen trostlos. Was ist das denn? Und liebe Güte. Hier geht's ja zu wie im Taubenschlag. Wohin geht's jetzt mit mir? Der Gordon ist ja ganz schön waghalsig, sich auf sowas einzulassen. Ob die Leute eigentlich auch oft kotzen in diesen Behältnissen hier? Sind das Menschen? Oh, meine Freunde. Seltsam hier alles, oder? Und da sind wir bei der Matrix. Sieht auch ein bisschen aus wie bei Matrix. Ah, die Schiffe.
die werden diese scheiß Schiffe zusammen. Hier kommt der ganze Mist her. Da ist Thomas, die Lokomotive, transportiert Kriegsgeräte. Ich hab's doch immer gewusst. Baust ein Trecker nach dem anderen an meinem Fenster vorbei. Wir haben nämlich den 1. Mai. Und wir wohnen hier auf dem Land. Da wird hier noch richtig gesoffen. Ich weiß nicht. Ich glaube, in der Stadt kennt man das gar nicht so mit dem 1. Mai. Maibaumwache und so. Müsst ihr mal nachgoogeln. Hab jetzt keine Lust, das zu erklären. Ladedaten. So. Security alert. Unregistered weapons detected. Confiscation field engaged. Huch! Meine Waffen! Mein Brecheisen! Der... Die funktioniert ja noch. Geil! Ich kann jetzt mit den Dingen die Leichen bewegen. Ja, endlich ruckelt's mal wieder. Ja. Ja, das macht nicht so viel Spaß, ehrlich gesagt. So, this is Dr. Freeman. At last. I wish I could say this was a pleasant surprise, but it's neither a surprise nor, as you will surely agree, very pleasant. Well, I am nothing if not pragmatic. Pregnant! Sicher pregnant. Das ist er. Oh! Anzug geht bis 200. Schöne Auerwaffe dabei war. Das hätte man von Anfang an gehen müssen. Das wäre mal eine vernünftige Waffe gewesen. Jawohl. Der Freeman ist böse. Der ist verdammt böse jetzt. Echt sauer. Well, Dr. Freeman, under other circumstances, I like to think we might have been able to work together in an atmosphere of mutual trust and respect. Certainly, judging from your brief tenure at Black Mesa while I was its administrator, you showed every promise of becoming a valuable and productive contributor to the scientific process. And yet, I'm not sure what spurred you to it. But there is really no place in this Enterprise for a rogue physicist. In the Enterprise is kein Platz! Ich glaube, der Typ ist im falschen Spiel. Mein Gott, nochmal! Hey, jetzt kann man die aber mal von Namen sehen. Das ist auch nicht schlecht, oder? Ja, das ist mir...
Das wertet das Spiel unheimlich auf, diese Ruckler, muss ich schon sagen. Das gibt diesem Let's Play, diesen ganzen Let's Plays von mir, echt eine Wahnsinnsqualität. Muss ich schon sagen. Nur das Beste für meine Zuschauer. Naja. Jetzt gucken wir mal. Wahrscheinlich mit Absicht so. Daten. Kein Ruckler. Freunde, es ist kein Ruckler. Ich habe eine ganz schön böse Waffe. Your mentors are partly to blame, of course. My disappointment in Eli Vance and Isaac Kleiner is far greater than my sorrow over your unfortunate choice of career path. In a way, I suppose you could not have done otherwise. What seeds of iconoclasm they planted when you were young and gullible. But while they certainly share a great part of Bond's ability for the recent troubles, it is you alone who have chosen to act with such willful disregard for humanity's future. Jetzt kann ich aber viel kaputt machen. Schön.